Noch geht es an diesem frühen Abend auf der Wache ruhig zu. Das soll sich jetzt ändern. Micha! Ja? Hör mal, ich hab dir gerade mal, guck mal, das zentralen Posteingang, das Fach. Ja? Mail. Warte, ich komm mal rüber. Von Cyberterrorist. Ja. Guck mal bitte. An die Kölner Polizei. Ich verlange 5000 Euro, ansonsten werde ich ein Haus anzünden. Cyberterrorist 2.0. Haben wir da vorher schon mal was gekriegt von? Oder ist er heute das erste Mal? Also ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Vorgang mit dem mal gab. Nur finde ich es ein bisschen befremdlich. An die Kölner Polizei. Ich verlange 5000, ansonsten werde ich ein Haus anzünden. Du weißt nicht, wo die hin sollen. Du weißt nicht, wieso 5000. Was für ein Haus? Irgendein Haus? Ja. Oder ein Baumhaus. Bist du soweit fertig mit dem Thema? Ja, die 50 habe ich noch nicht. Ja, pass auf. Alina, gehst du mal auf, guckst du mal bitte in der IT-Abteilung, da sprichst du mit Thomas. Ja. Der möchte mal gucken im zentralen Posteingang auf der Wache, ja, ob der rauskriegen kann, woher diese Mail kommt. Ja, klar, ich gehe. Vielleicht hat er Glück. Verstehe ich. Also, auf das Geld auf, ne? Aber sowas von, ich habe ein Auge drauf. Du. Jeder dem Internet angeschlossene Rechner, Mobilgerät oder Telefon läuft, wenn es denn übers WLAN läuft, über eine sogenannte IP-Adresse. Ansonsten haben Sie eine Telefonnummer, die Sie mit Ihrem Mobilfunkgerät nutzen. Die IP-Adresse ist im Prinzip nichts anderes. Diese IP-Adresse ist einmalig, das heißt, nur die Person, die die nutzt, hat auch den Bezug dazu. Wenn natürlich jetzt mehrere Leute aus einem Haushalt dieselbe IP-Adresse, denselben Router nutzen, dann kommen mehrere Personen in Betracht und genau das wollten wir ausklammern. Nur kurze Zeit später erscheint die 43-Jährige, der die IP-Adresse gehört, in Begleitung ihres Sohnes auf der Wache. Hat Ihnen jemand gesagt, worum es geht? So richtig nicht. Ich dachte nur, dass ich zügig mit meinem Sohn erscheinen sollte. Weil deshalb bin ich ja gerade ein bisschen überrascht. Also genau. Weil die Kollegen von der IT-Abteilung haben eine IP-Adresse geprüft. Okay. Und bei uns auf der Wache ist eine E-Mail eingegangen. Mhm. An die Polizei Köln, ich verlange 5000 Euro, ansonsten werde ich ein Haus anzünden. Cyberterrorist 2.0. So, die Kollegen haben das geprüft. Die Kollegen haben das geprüft und das ist ihr Haushalt. Deswegen sind sie auch angerufen worden unter der gleichen IP-Adresse. Okay. Und von daher. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht hat mich auch irgendjemand gehackt oder so. Oder ich spiele halt ein bisschen Videospiele so. 11.45 Uhr ging die Mail von dem PC in ihrem Haus ging die raus. Um 11.45 Uhr. Kann nicht sein. Ich habe gut mit. Das weiß ich nicht genau, aber ich habe mit Philipp Videospiele gespielt. Lass ihn doch mal reden, er will doch was sagen. Philipp kann bezeugen, wir haben Videospiele gespielt. Wer ist denn Philipp? Wir leben irgendwie. Philipp Seifert, ein Kollege von mir. Moment mal. So, und Philipp Seifert war um 11.15 Uhr oder wann bei Ihnen? Ja, so ungefähr. Wir haben halt Videospiele gespielt. Sie kennen das, man vergisst die Zeit und so. Und ich weiß halt die Uhrzeit nicht genau, aber wir haben die ganze Videospiele gespielt. Als die Beamten den Kumpel des 19-Jährigen überprüfen, stellen sie fest, dass dieser kein unbeschriebenes Blatt und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Sie wissen aber schon, was der auf dem Kasten hat. Wie lange kennen Sie den Philipp schon? Ja, seit meiner Ausbildung, ne? Wir sind halt gute Freunde und ich kann Ihnen das auch nicht zutrauen. In Jahren vielleicht oder Monaten seit der Ausbildung. Ich weiß ja nicht, wann Sie Ihre Ausbildung gemacht haben. Ich kenne Sie nicht. Ja, schon. 3-4 Jahre. Also wir kennen den Philipp schon ziemlich lange. Ja, länger als 3-4 Jahre so. Und danke, ja. Das ist. Sie wissen auch, dass er vorbestraft ist. Letzte Woche Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ja, er hat mir davon jetzt erzählt. Ja, okay. Also der hat ein bisschen Geldsorgen schon, aber er will das nie tun. Ich kenne auch Philipp. Ja, also eigentlich ist es ein feiner Kerl. Eigenstein, einmal auf die Nase gehauen, Diebstahl. Die zahlreichen Vorstrafen erhärten den Verdacht, dass es sich bei dem 21-Jährigen um den Verfasser der Erpressermail an die Polizei handelt. Paul Richter konfrontiert den jungen Mann mit den Vorwürfen. Herr Seifert, wir haben Kontakt zu Ihnen aufgenommen, weil der Sohn von der Janett, wie Sie gerade so treffend sagten, behauptet hat, dass Sie heute um die Mittagszeit gemeinsam gezockt hätten. Ja. An der Konsole bzw. am PC. Genau, das stimmt. Ja? Wir hatten einen gemütlichen Abend von heute so von Bro zu Bro. Wir haben gemütlich gechillt, gezockt. Ja. Ich hatte heute frei. Ja. Ja. Genau. Sie kennen sich woher? Ja, von der Arbeit. Also ich mache eine Ausbildung als Maurer und Jonas arbeitet mit mir. Mhm. Genau. Ja. Sind halt Kumpels. Okay. Es geht darum, von der IP-Adresse vom Jonas bzw. aus dem Hause ist eine Mail
zurückzuverfolgen gewesen durch uns. Und zwar ging es da um eine Forderung von 5.000 Euro. Ich habe damit nichts zu tun. Mir ist Ihre K-Akte aufgefallen, Ihre Eintragung, die Sie bei uns haben. Also, Sie hatten ja eine Vergangenheit einen Verkehrsunfall. Ja, aufgrund von Trunkenheit. Ja, das gebe ich auch zu, ist mir auch peinlich, ja. Ja. Also, ist eine richtig scheiß Aktion gewesen, bereue ich auch extrem. Ich weiß noch nicht, wie ich da rauskommen soll, wie ich das Geld aufbringen soll. Aber was hat jetzt mit dem Fall jetzt zu tun? Ja, wenn Sie 5.000 Euro von uns zum Beispiel erpressen wollten über dieses, also, über diesen Weg. Also, hat das etwa Jonas behauptet, oder wie? Ist gerade sein Scheiß ernst, Mann? Ey, was bist du eigentlich für ein Wichser, Mann, du scheiß Arschloch, Mann. Ey, noch ein Wort. Das ist ein Kumpel, Mann. Hörst du mal zu? Noch ein Wort und du fährst dir sofort in die Zelle ein. Verräter, du. Hallo, du bist ja auf der Polizeiwache und nicht auf der Kirmes. Der sagt dir, ihr habt ganz normal gezockt und alles gut. Nur ja, war ja auch so. Wir hatten noch einen ganz gechillten Abend von Bro zu Bro, gemütlich aufgechillt. Ja. Guck mal, hier ist noch was gekommen. Guck dir das mal an. Wir bleiben mal hier sitzen. Alina, hab mal ein Auge auf ihn, bitte. Danke. Ja, was hast du? Hör mal. Ich hab hier noch was gekriegt, guck dir das mal an. Hast du den mit dem Schlafanzug drüben gelassen, ja? Hast du ihn gesehen? Komm rein, komm. Leg das Geld in 10 Minuten links an der Wache am hinteren Kellerfenster ab und geh sofort zurück ins Gebäude, sonst passiert etwas Schlimmes. Ja gut, ist ja dann... Aber das sind wir gemacht, das ist an uns, ne? Sind wir jetzt raus, ne? Ja. Also, Sie sind raus, ja, weil die sitzen auch. Ja hier und die E-Mail ist jetzt vor ungefähr 4 Minuten gekommen. Also haben wir noch 6 Minuten. Das heißt, dein Kollege mit dem Schlafanzug drüben, der kann es auch nicht gewesen sein. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir ja jetzt die Sache, dass wir in 10 Minuten, jetzt sind wir schon mal 5 Minuten weg, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Wenn ich Sie bitten würde, noch 5 Minuten zu warten. Okay. Ja, weil der Verdacht besteht ja immer noch, dass die Mail aus Ihrem Haushalt geschickt wurde. Wie wär's denn, wenn wir 8 Minuten warten? Vielleicht ist es ja ein Nachbar oder was auch immer. Wie wär's denn, wenn wir 8 Minuten warten und gucken, welches Haus brennt? Vielleicht hat sich doch einer reingehackt oder so. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Die Beamten wollen dem Erpresser eine Falle stellen. Während sich Paul Richter und Michael Weber am Hinterausgang verstecken, soll die Kollegin den Umschlag mit dem Geld an der vereinbarten Stelle deponieren. Ja, die sehe ich. Ja, sonst sehe ich gar nichts. Okay. Ist er? Ja. Ja. Zugriff? Okay. Dann geh du rechts vorbei. So, stehen bleiben. Ganz ruhig. So. Ganz locker, hör damit. Wer sind wir denn? Sagst du nichts, du? Aber die Mails hast du geschrieben, ne? Oder? Auf der Wache stellt sich heraus, dass es sich bei dem Festgenommenen um den 15-jährigen Bruder des zunächst verdächtigen jungen Mannes handelt. Da sind sie auch. Lass mal, was machst du denn bitte schön hier? Wir kennen ihn. Ja, das ist mein Sohn. Du solltest doch beim Schulausflug sein. Sag mal, was ist denn los hier bitte schön? Da verstehe ich gar nichts mehr. Was machst du hier? Jasper, sprich mit mir bitte. Warum bist du nicht beim Schulausflug? Hallo. Hat halt wenig Geld, die Eltern, muss umziehen und ich habe das hier gelesen, den Zeitungsartikel, dass die Polizei 50.000 Euro beschlagnahmt hat und dann wollte ich ein bisschen Geld davon haben, weil es gehört ja keinem. Moment, ich verstehe gerade die ganze Situation. Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du was mit dieser Mail oder was zu tun hast. Ja, doch. Doch, klar. Bist du noch ganz dicht? Ja. Wie alt ist Ihr Sohn, der Jasper? 15. 15? 15 bist du? Ja. Okay, das kann man ja auch ein bisschen an der Schreibweise so nachvollziehen. So, jetzt erklär mal, warum brauchst du das Geld? Warum 5.000 Euro? Ja, für meine Freundin halt, weil die muss halt umziehen, die Eltern sind pleite und sie braucht halt Geld, um hier weiterzuleben mit ihren Eltern und dann, ich lieb sie halt und dann muss ich halt dafür sorgen, dass sie hier bleiben kann. Also die Freundin wohnt nicht allein, die wohnt bei ihren Eltern und ja, die Eltern haben eine finanzielle Notlage und sie muss jetzt mit umziehen nach Berlin und dafür sollte das Geld sein, damit sie nicht nach Berlin umziehen. Habe ich das so richtig verstanden, ungefähr. Ja. Und warum hast du nicht mal mit mir gesprochen? Ja, halt privat nochmal so. Ich konnte das irgendwie nicht erklären und irgendwie nicht sagen. Also ich muss sagen, 80-90% der Straftaten, die hier tagtäglich anfallen, sind aus Liebeskummer oder aus Liebesdiensten. Natürlich kann ich die Situation des Jungen nachvollziehen. Klar, er braucht jetzt dringend Geld. Aber die Mama hat ja auch gesagt, warum spricht sie nicht mit ihm? Da hätte es mit Sicherheit eine Lösung gefunden. Aber diese Erpressung, das war natürlich der falsche Weg. Vor allen Dingen, er macht sich jetzt strafbar durch so einen Blödsinn eigentlich. Der 15-Jährige muss sich wegen versuchter Erpressung vor einem Jugendrichter verantworten.